So, grüß Gott. Ich bin als Wissenschaftler hier heute nicht so sehr mit der Firma verbunden. Ingomar und ich haben uns vor über einem Jahr angefreundet und ich hatte ihm versprochen, dieses Mal auf dieses Meeting zu kommen und was zu sagen. Der Hintergrund, warum ich hier bin, natürlich ist, dass ich meine, dass unsere Erde in einer tiefen Krise steckt, die wir Menschen verursacht haben, und dass wir zwei Dinge brauchen. Einmal, wie können wir uns selber schützen und unsere Familie, aber es gibt auch Pflanzen, die im Moment untergehen, und Tiergattungen, die aussterben, und es ist relativ klar, dass die Zeit, wo wir dran sind, nicht so weit weg ist. Und dass der eigene persönliche Schutz nicht ganz ausreicht oder der trägt uns ein bisschen weiter, sodass wir dann die Einzigen sind, die noch leben. Wir müssen auch politisch aktiv werden und in unserem Umfeld. Und was in Österreich vielleicht ein bisschen schwierig ist oder für euch vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, dass Österreich innerhalb von Europa bekannt ist unter uns Wissenschaftlern, als das im Moment noch gesundeste und sauberste Land. Ja. Aber alles, was ihr hier seht an Unständen, ist sehr viel schlimmer im Rest der Welt. Und deshalb kann sein, dass der Wille zu handeln in Österreich noch relativ weniger ist, weil die Not noch nicht so groß ist. Ich möchte ein bisschen was zeigen zu der Wissenschaft. Ich gehe davon aus, das ist ein Modell, wie wir als Mensch funktionieren, das aus der Yoga-Lehre kommt, ja, dass wir nicht nur den physischen Körper haben, sondern umgeben und durchdrungen sind durch andere Schichten von unserem System. Der physische Körper ist so die Basis von allem. Und ich spreche einfach mal gleich an, was uns auf physischer Ebene beeinflusst, negativ beeinflusst, sind die ganzen Umweltgifte und die sekundär dazu chronische Infektionen, die fast alle Krankheitsbilder ausmachen. Und dann auf der zweiten Ebene ist die Haupteinwirkung auf unser System ist der Elektrosmog, der Handysendefunk, die Mikrowellen. Jetzt kommt 5G, wird jetzt zugelassen in den USA, das sind 28.000 Gigahertz. Das ist genau der Frequenzbereich, wo unsere Seele mit dem Körper kommuniziert. Und was dann passiert, wird sicher katastrophal werden, das weiß man schon. Aber dass genau die Frequenzen ausgewählt werden, die uns schädigen, ist mit Sicherheit kein Zufall, sondern da ist eine Intention dahinter, die sehr viel Dunkles an sich hat. Auf der dritten Ebene, ich nenne sie Mentalkörper oder die mentale Ebene, was uns hier krank macht, ist der enorme Einfluss von Informationen, dieser Überfluss an Informationen, der in uns eindringt, ja, wo wir über Radio, Fernsehen, Internet, übers Handy jeden Tag eine Fülle an Informationen kommen, die unsere Seele überflutet und die Auswahl der Informationen fast immer im Negativbereich ist und mit Sicherheit eine große Einwirkung hat auf unsere Gesundheit. Und dann kommt die vierte Ebene, das ist so der Bereich, der in Österreich eher offen, mit Offenheit empfangen wird, aber in anderen Ländern nicht so sehr. Das ist so der Bereich, wo es geht um Vorleben, Besetzungen, um diesen geistigen Bereich, wo ihr als altes katholisches Land noch eher offen seid dafür. Oder der Papst hat jetzt vor einem Jahr erklärt, dass es Zeit ist, dass seine ganzen Bischöfe, wie man die auch nennt, die Kardinäle, ich weiß nicht, ich bin evangelisch, aber so diese Obrigen in der katholischen Kirche, dass die wieder lernen sollen und müssen, wie man einen richtigen Exorzismus durchführt. Ja, ja, das war gegen durch die ganze Weltpresse und wurde mit viel Kritik aufgenommen, aber man muss sagen, oder wenn man das Neue Testament kennt, und ich kenne es gut, also wenn man die Heilarbeit von Jesus ansieht, er hat keine Kräuter verschrieben, er hat auch wenig Mittel verschrieben,
Seine einzige Heilmethode war der Exorzismus, oder? Und war er der letzte Exorzist? Mit Sicherheit nicht. Ja, und wir haben das Äquivalent dazu in moderner Zeit, ist die Familienaufstellung nach Bert Hellinger. Ja, und wir haben das bei uns sehr, sehr fest eingebaut in unsere Medizin. Und sicher ein Grund dafür, dass ich mehrmals in den USA zumindest als bester Arzt des Jahres gewählt wurde, ist, dass wir diese ganzen Dinge integrieren in unsere Arbeit. Ich habe übrigens ein Ausbildungsinstitut in Österreich, das heißt Team Klinghardt. Und Ulrike ist hier, die das Ganze leitet. Ulrike und Stefan sind irgendwo hier im Raum. Ach ja, ja, ja. Stellt ihr euch mal auf. Gut. Jetzt mal gucken, ob wir das, ich muss mal gucken, ob ich hier einfach weiter vorankomme. Okay, gut, und das Ganze haben wir aufgeschlüsselt, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, wir sind ja ein bisschen in Eile. Gut, jetzt, meine Folien sind leider auf Englisch, aber ich übersetze einfach ein bisschen frei. Es ist relativ klar von schulmedizinischen Statistiken, dass die Krebsraten relativ stabil geworden sind. Es gibt ein paar Krebse, die noch anwachsen, aber viele sind stabil oder sogar abfallen. Was wahnsinnig angestiegen ist, sind die neurologischen Erkrankungen. Ja, auch hier in Österreich ist die Inzidenz von Morbus Alzheimer und anderen Gehirnerkrankungen exponentiell angestiegen. Im Rest der Welt steigen die Autismusraten, sodass alle 5 Jahre verdoppelt sich die Zahl der Kinder, die autistisch diagnostiziert werden. Und Stephanie Seneff ist so die Hauptforscherin, MIT, so ist so der Höhepunkt so vom Eiffelturm der Wissenschaft, hat ausgerechnet, dass im Jahr 2025, also in 9 Jahren von jetzt, die Hälfte aller Kinder, die geboren werden, autistisch werden. Und dass damit eigentlich der Zusammenbruch der westlichen Gesellschaft nahe ist. Ja, weil diese Kinder werden nie erwerbstätig werden können und werden auch nie sozialfähig werden, sind nicht schulbar. Und wenn die Hälfte aller Menschen abhängig ist von der anderen Hälfte der Menschen, könnt ihr euch denken, wie die Gesellschaft dann dramatisch anders aussieht. Was mich überrascht, ist die absolute Unfähigkeit oder Unwilligkeit der Politiker, dahin zu schauen. Die tun alle so, als wäre alles normal. Auch die Medien haben eine riesen Schuldlast auf sich inzwischen, dass die Medien nicht wagen, diese Themen anzugehen. Jetzt ist die Frage, oder warum chronische Erkrankungen, was steckt dahinter? Ihr wisst schon alle, in welche Richtung das läuft. Ich mache es mal ganz einfach. Ja, der einfachste Aspekt, unter dem wir uns unsere Gesundheit anschauen können, sind die osmotischen Gesetze. Ich erzähle mal ganz kurz für die von euch, die es vergessen haben, was das ist. Ja, wenn ich ein Aquarium fülle mit Wasser und mache eine Membran so in die Mitte, die beide Wasserhälften trennt miteinander, eine semipermeable Membran und schütte Salz in eine Hälfte und kein Salz in die andere Hälfte, oder dann ist auf einer Seite Süßwasser, auf der anderen Seite Salzwasser. Und die Gesetze der Osmose sagen, wenn ich dem genug Zeit gebe, dann ist auf beiden Seiten Salzwasser, und zwar halb so verdünnt, wie es vorher war, sodass die Salzigkeit auf der einen Seite genauso ist wie die Salzigkeit auf der anderen Seite. Habe ich es erklärt? Gut genug? Ja? Ihr versteht das alle. Österreicher sind praktische Menschen, ihr kocht und ihr macht noch. Das Gleiche gilt für unseren Körper hier. Wir sind von unserer Umwelt getrennt durch eine Reihe von semipermeablen Membranen. Die Haut, ja, über die Haut nehmen wir viele Schadstoffe auf. Die Darmwand ist kein Stahlrohr, sondern eine semipermeable Membran. Die Augen, die Nebenhöhlen, die Nase, die Mundschleimhaut, der Hintern, die Füße, die Fußsohlen. Und wir stehen in einem osmotischen Gleichgewicht mit unserer Umwelt. Das heißt, wenn die Umwelt vergiftet wird, es ist nur eine Frage der Zeit, werden wir vergiftet. Und der gleiche Schadstoffgehalt, der in der Umwelt ist, wird über die Zeit in unserem Körper sein. Jetzt kommt dann die Frage, okay,
wie kommt es, dass wir überhaupt noch leben? Ja, und es ist einfach eine Serie von Pumpen, die wir haben, die ständig die Gifte rauspumpen. Ähnlich wie bei der Titanic, oder? Da war ein großes Loch und die Pumpen kamen dann und haben versucht, das Wasser rauszupumpen. Deshalb ist das Schiff nicht gleich gesunken, sondern erst ein bisschen später. Genauso bei uns. Ja, wir werden nicht gleich sterben, sondern eher ein bisschen später, weil unsere Pumpen noch funktionieren. Und jetzt ein Teil der Schulmedizin beschäftigt sich mit der Frage, Schulmedizin ausschließlich, wie können wir die Pumpen schneller machen? Das ist die einzige Frage, die die Schulmedizin sich gestellt hat. Wo sind die Pumpen? Okay, die brauchen ATP, was brauchen wir da für Stoffe? Und dann die ganzen Vitaminleute, okay, dann können wir Carnitin geben und können B-Vitamine geben und können die Pumpen noch ein bisschen schneller machen und noch ein bisschen schneller und dann können wir noch anders essen und anders schlafen und uns anders bewegen und müssen den Stress abbauen und keiner schaut, ja, was ist es denn, was da weggepumpt wird? Ja, und diesen Teil möchte ich euch kurz geben und gucken, ob wir nicht andere Lösungen haben. Hier sind die 4 oder 5 großen Stoffe, die uns belasten. Aluminium ist, wie ihr nachher sehen werdet, der Hauptfaktor, der chronische Entzündungen macht, der für fast alle Krebsarten zuständig ist, für fast alle neurologischen Erkrankungen. Quecksilber ist zum Glück ein bisschen am Abbauen, außer bei denen, die noch Fisch essen aus dem Meer. Blei ist in den USA noch ein größeres Problem als hier. Und dann Glyphosat. Glyphosat ist ein Herbizid, ist der Hauptbestandteil von dem Herbizid, das heißt Roundup. Und ich habe kurz geguckt, in Österreich gibt es 60 verschiedene Produkte, die Glyphosat drin haben, wo das nicht erklärt ist, die im Garten benutzt wird und auf den Feldern und mit denen die Ernten bespritzt werden. Und dann in den USA ein Riesenproblem, warum die USA so verdummt ist als Land. Ja, das war, als ich ausgewandert bin in den USA, das war 1982, habe ich noch hochintelligente Leute getroffen. Inzwischen ist das Land völlig versumpft und verdummt. Und es hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass dem Trinkwasser überall in allen Städten Fluor zugesetzt wird. Und Fluor ist eben bekannt. Wenn ich von einer Mutter geboren werde, die während der Schwangerschaft fluoridiertes Trinkwasser getrunken hat, dass mein Intelligenzquotient schon bei der Geburt wesentlich reduziert ist und dann mit den weiteren Jahren des Trinkens von Wasser, das fluoridiert ist, weiter verdummt. Und ihr seht das Ergebnis davon. Ich nenne es den Fluor-Trump-Effekt. Ja. Jetzt ist es wichtig zu wissen, dass diese Stoffe, wenn sie in unserem System sind, der Nährboden sind, dass die Matrix in unserem System so verschmutzt wird, das ist der Nährboden für die ganzen chronischen Infektionen. Die Lyme-Borreliose, die hier auch in Österreich weitgehend verbreitet ist, wo viele es noch nicht wissen, dass die dicken Knie von eurer Mutter oder die Schulterschmerzen oder die Rückenschmerzen wirklich eine chronische Infektion ist, die auf diesem Hintergrund stattfindet. Die ganzen Virusinfektionen, die verantwortlich sind für die chronische Müdigkeit, die Migräne, die ausgelöst ist durch die Babesien in den Blutgefäßen im Gehirn. Diese Dinge sind alle bekannt heute in der Wissenschaft, aber haben noch nicht den Eingang gefunden in die Medien. Oder die Medien sind ja seit 20 oder 30 Jahren völlig korrupt und schlafen völlig und sind nicht mehr bereit oder wagen nicht mehr, das, was wahr ist, zu sagen, weil die Zeitschriften alle finanziert werden von den gleichen Leuten, die Verschmutzung machen und von daher keiner mehr frei ist, das zu sagen, was wahr ist. Dann die elektromagnetische Strahlung ist wichtig. Da hat Österreich mal eine führende Rolle gehabt. Oder manche von euch wissen, dass die Ärzte in Salzburg es mal geschafft hatten, dass dort kein Handysendefunk war. Und dann aber die großen Firmen aus Salzburg sich alle zurückziehen wollten, gedroht haben. Und da hat man doch den Handysendefunk installiert. Aber in Österreich war einer der Hauptplätze des Widerstandes gegen den Handysendefunk, wie er durchgeführt wird. Ich spreche heute nicht viel darüber, über den Handysendefunk, aber die,
Die Frequenz, die als Trägerfrequenz benutzt wird, 2,4 Gigahertz, ist die Frequenz, die über zwei oder drei Generationen ganze Bevölkerung sterilisiert. Das wissen wir und ist bewusst so ausgewählt worden. Barry Trower, ich habe ein Institut in Freiburg, INK, Institut für Neurobiologie nach Klinghardt. Auf unserer Webseite haben wir die ganzen veröffentlichten Artikel über diesen Frequenzbereich, dass der eben ausgewählt wurde, ganz bewusst zur Bevölkerungsreduktion. Und wir kooperieren alle, jeder von euch, der ein Handy benutzt, kooperiert mit diesem Thema. Und manche von euch wissen, dass Sterilität ungeheuer am Zunehmen ist. Gut, hier ist mal eine tolle Studie, die zeigt, dass bei Frauen die Todesursache neurologische Erkrankung, was hauptsächlich gemeint ist, MS, ALS, Alzheimer, in den letzten 20 Jahren um 663% zugenommen hat. In 20 Jahren 663% Zunahme von Tod durch neurologische Erkrankung bei Frauen. Ja. Und das finde ich schon spannend. Also das war mal eine Zahl, mit der ich was anfangen kann. Gut, jetzt ein klein bisschen Ausflug über Quecksilber. Quecksilbervergiftung ist mehr so meine Generation. Ja, wir hatten alle Amalgamfüllungen. Manche von euch sind jung genug, um schon Plastikfüllungen zu haben oder gar keine Füllungen, oder? Durch die etwas bessere Ernährung, so nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das Bekanntmachen, dass Zucker eben doch nicht so toll ist für die Zähne. Gibt es ja manche Leute im Raum hier, die keine Füllungen haben, oder so, sind so 3, 4, ja. die Liste von Symptomen, was Quecksilber angeht, ist riesig lang. Das erste ist Angstverhalten, Nervosität, Ruhelosigkeit, Ausbrüche von Wut, irrationales Verhalten, suizidale Tendenzen. Aber das Wichtigste vielleicht ist hier oben ja, der Verlust von Kurzzeitgedächtnis. Ja, wie viele von euch trauen sich zu sagen, dass euer Gedächtnis nicht mehr ganz so gut ist, wie es früher war? Ja, sind doch 3 oder 4 ja, von euch. Gut, und ein klein bisschen Ausflug oder die Amalgamfüllung, ihr kennt sie alle, haben 50% des Gewichtes ist Quecksilber und auf dem nächsten Bild seht ihr das schöne Foto, das ist eine 50 Jahre alte Füllung, die hier in dem Zahn ist. Und dieses Graue hier, das ist Quecksilberdampf, der rauskommt. Nach 50 Jahren gibt die Füllung immer noch genug Quecksilber ab, um eine Person bleiben krank zu machen. Das Quecksilber, 80% davon enden im Zentralnervensystem. Und die Halbwertszeit, wie sie geschätzt wird heute, ist 32 Jahre. Das heißt, und in diesen 32 Jahren, wenn ihr einmal die Woche Fisch esst, reicht es aus, dass der Wert weiter ansteigt, anstatt abzufallen. Gut, dann hier eine sehr schöne Studie, an der ich auch beteiligt war, von der Uni in Calgary. Ich bin in Seattle, das ist so an der kanadischen Grenze und wir haben guten Kontakt mit den Kollegen über die Grenze. Da wurde wurden 7 Amalgamfüllungen eingebaut, für 29 Tage und dann kunstgerecht entfernt. Und diese Amalgam, das Quecksilber war radioaktiv markiert. Und dann konnte man dann 6 Wochen später, hat man ein Zintigramm gemacht. Und alles, was schwarz ist hier in dem Schaf, war Quecksilberdampf. Also man sieht, dass das ist nach Regel guter Entfernung der Füllung, sieht man, dass der ganze Kieferknochen durchdrängt ist von Quecksilber. Das ist das lymphatische System vom Darm. Und das Nervensystem vom Darm, das sogenannte enterische Nervensystem, das sind die Nieren, das ist die Milz. Was man nicht sieht, ist, dass das ganze Gehirn bedampft war mit Quecksilberdampf. Und jetzt kann ich einfach sagen, jeder von euch, der mal für einen Monat Quecksilberfüllungen im Mund hatte, würde ähnlich aussehen. Aber der ein oder andere von euch, der mal 2 Monate Füllungen hatte, sieht doppelt so schlimm aus. Und dann, wenn wir ehrlich sind, sind die meisten von euch sehen aus wie das schwarze Schaf. Oder ihr seid das schwarze Schaf mit allen Wirkungen, die kommen. Es gibt andere Quellen von Quecksilber. Einmal die Impfstoffe. Da war ich persönlich sehr involviert, dass wir
Quecksilber aus vielen Impfstoffen entfernen konnten in den USA. Es war ein langer Kampf, aber 1999 haben wir es geschafft, dass fast alle Impfstoffe quecksilberfrei wurden. Auch hier in Österreich, ich habe kurz geguckt, hat die Tetanusimpfung hat noch Quecksilber drin, die Hepatitis B-Impfung hat noch sehr viel Quecksilber in. Eine Hepatitis B-Impfung, das ist so ein Satz von 3 Impfungen, reicht aus, um das Gehirn bleibend zu schädigen, auch von Leuten, die nicht empfindlich sind. Ja, das Ethylquecksilber, das massive Schäden anrichtet. Es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von Studien dazu. Das ist heute nicht mehr abhängig von Meinungen. Dann spannend ist, dass auch die Umwelt verantwortlich sein kann für eine Quecksilbervergiftung. Was man hier gemacht hat, in Texas gibt es so einen Plan von Texas, wo man gemessen hat, einfach mit einem Quecksilberdampfmessgerät über der Erde gemessen hat, wo gibt die Erde Quecksilberdampf ab und wo nicht. Und es war so eine Landkarte, die hat so bestimmte Schwerpunkte gehabt. Und dann hat man eine Landkarte aufgestellt von da, wo die größte Dichte an autistischen Kindern ist und die beide übereinander gelegt und es war die gleiche Karte. Ja, in Österreich, überall da, wo mal Bergbau war, ja, fast überall kommt aus der Erde Quecksilberdampf und da sind die Leute sehr viel mehr geschädigt oder auch über Generationen einfach mehr verdummt. Ja, das ist dann nicht, dass sie genetisch einfach dumm sind, sondern sie sind einfach vergiftet worden. Dann gibt es epigenetische Effekte, die sich dann multiplizieren über die Generationen. Und dann der letzte Teil ist die Mutter. Ja, die Mutter mit Quecksilberbelastung gibt 2/3 ihre Quecksilberlast ab an das erstgeborene Baby. Und ich sage es vielleicht einfach gleich in diesem Kontext. Wenn das erstgeborene Baby ein Junge ist, Testosteron hat einen synergistischen Effekt mit Quecksilber. Und deshalb sind die erstgeborenen Jungs meist die am meisten neurologisch Geschädigten, auch hier in Österreich. Ja. Und, man sollte sie eigentlich gleich ins Heim schicken. Hier ist nur zu zeigen, ich habe auch mal ein paar Studien veröffentlicht dazu. Hier zeige ich den Zusammenhang, dass die ganze Candida-Erkrankung eine Folgeerkrankung ist von der Quecksilbervergiftung. Ja. Pilze wachsen dort, wo Quecksilber ist und Quecksilber können wir natürlich entfernen. Pilze können wir ein ganzes Leben lang behandeln, das ist ein gutes Business, aber schlechte Medizin, wenn wir das Quecksilber ausleiten, wir gehen nachher drauf ein, dann verschwinden die Pilze von alleine. Gut, hier nochmal die biologischen Effekte von der Quecksilbervergiftung. Es gibt also auf jeder Ebene Probleme. Quecksilber macht neurotoxische Schäden am Gehirn, macht Nierenschäden, macht das Immunsystem kaputt, kardiovaskuläre Schäden, es macht Anämien, Morbus Renault, das sind diese kalten Hände, kalte Füße, Osteoporose und. Also es gibt eigentlich kein System, was nicht geschädigt wird dadurch. Und hier ein paar Studien, das heißt, dass wenn Quecksilber im System ist, wird das Gehirn geschädigt und was letztlich passiert, steht hier unten, ist ein Verlust an Intelligenz und dieser Verlust ist lebenslang. Natürlich, das ist die Meinung der Schulmedizin, wenn man nicht entgiftet, ist es lebenslang. Hier eine Studie, die zeigt, dass Quecksilber verursacht Entzündungen im Körper. Ja, das macht das Immunsystem verrückt. Das Immunsystem attackiert dann alle Strukturen im Körper. Der Hauptgrund für Autoimmunerkrankungen ist die chronische Quecksilberbelastung. Gut, hier eine sehr schöne Studie von Boyd Haley. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt sehen kann. Was man gemacht hat hier, man hat hier aufgetragen, ist die Zahl der Amalgamfüllungen, die eine schwangere Mutter hatte während der Schwangerschaft. Und dann wurden die Babys geboren und man hat gewartet, bis sie alt genug waren, dass man die Haare abschneiden konnte und im Haar nach Quecksilber schauen konnte. Ja, und das ist so um die 2 Jahre. Und was man sieht bei gesunden Kindern, je mehr Amalgamfüllung die Mutter hatte, desto mehr Quecksilber scheiden gesunde Kinder über die Haare aus. Was aber auch bedeutet, je mehr Quecksilber die Mutter im Mund hatte,
desto mehr wird es der Fötus vergiftet durch das Quecksilber der Mutter und muss dann hinterher gucken, dass das ausscheiden kann. Bei den autistischen Kindern sieht man diesen Zusammenhang. Je mehr Quecksilber die Mutter hatte, desto nichts passiert. Ja, das heißt, diese Kinder können das Quecksilber nicht ausscheiden. Die haben den Mechanismus nicht und sind dann verurteilt zu einem Leben, verkrüppelt, geistig verkrüppelt zu leben. Und deshalb, wir machen in meiner Praxis, das heißt Preconception Healthcare, wo wir Müttern die Amalgamfüllungen rausbohren lassen, Lega Artis, da gibt es verschiedene Dinge, die man berücksichtigen muss, und entgiften die Mütter, bevor sie schwanger werden dürfen, und haben eine riesen Erfolgsquote damit. Gut, jetzt ein klein bisschen Veränderung. Das ist ein Artikel von Chris Exley, Professor in England, der vorschlägt, dass das, was am schlimmsten ist im Moment in unserer Umwelt, ist das Aluminium. Und sagt, dass wenn man die ganze Wissenschaft durchschaut, dann sieht man, dass der Aluminiumspiegel in uns jeden Tag ansteigt. Und wir gehen gleich darauf ein, wo es herkommt, ja. Und Aluminium sollte jeder von euch Spezialist werden, weil das ist das Thema unserer Zeit. Quecksilber ist ein bisschen am Abfallen, Blei am Abfallen, Aluminium ein Riesenanstieg. Und Morbus Alzheimer und die ganzen neurologischen Erkrankungen, degenerativ, hängen hauptsächlich mit dem Aluminium heute zusammen. Gut, es gibt Artikel, wenn man, also 1999 oder wurde Quecksilber entfernt aus den Impfstoffen und ersetzt durch nanonisiertes Aluminium. Ja? Und dann war die Frage, okay, ist es besser oder nicht? Hier mal ein Artikel, der sagt, dass das Aluminium in den Impfstoffen erzeugt chronische kognitive Dysfunktion. Das heißt praktisch, es macht das Gehirn kaputt. Ja? Und hier haben wir eine andere Studie, auch wieder das Aluminium in den Impfstoffen verursacht das chronische Müdigkeitssyndrom. Ja? Also keine kleinen so Nebenkrankheiten, sondern was Wichtiges. Hier mal ist vielleicht unwichtig, aber so von dem Impfplan, den es im Moment gibt, wie viel Aluminium da drin ist. Ja? Und wenn man die ersten 12 Monate nur mal die Pflichtimpfungen nimmt, die gegeben werden, ist da genug Aluminium drin. Wenn man das einem Elefanten spritzen würde, würde er sofort tot umfallen. Ja? Nur um euch das Mengenverhältnis ein bisschen nahe zu bringen. Und ihr habt es vielen eurer Kinder gegeben. Leider ist das Aluminium in den Impfstoffen nicht die einzige Quelle, sondern die wichtigere Quelle kommt jetzt, und müsst euch da ein bisschen am Stuhl festhalten, oder manche von euch. Es ist der Aluminiumdampf, der gespritzt wird als so eine Art Sonnenschild gegen die Sonneneinstrahlung. Ich habe vorhin draußen ein bisschen den Himmel untersucht. Die Wolkendecke, die im Moment draußen ist, ist nicht natürlich, ja, sondern ist voll von Nanopartikeln, von Aluminium und anderen Stoffen. Okay, wenn die Flieger dann kommen, sieht es so aus. Im Englischen nennt man das Persistent Contrails. Ja, ein Contrail ist ein Kondensationsstreifen. Der hält so für 30, 40 Sekunden an maximal und verschwindet dann. Wenn er nicht verschwindet, sind da Substanzen drin, die bewusst verspritzt werden hinter den Fliegern und die dann so langsam sich ausbreiten. Und so eine weiße Schleierwolken nennt man das im deutschen Fernsehen. Ja. Früher gab es keine Schleierwolken, als ich Kind war. Die sind eine neue Erfindung. Hier ein bisschen Foto über Deutschland. Ja. Angela Merkels Telefon konnte nur abgehört werden, dadurch, dass eine metallische Wolkendecke über Berlin ständig ist. Ja, und dadurch war es dem NSA möglich, ihr Telefon abzuhören und eures wahrscheinlich auch. Ja, hier ist über der Donau, ja, sieht man ja deutlich, dass das Linienflüge sein müssen, oder? Und hier, das nächste Bild hat mich sehr beeindruckt, oder? Die Erde vom Weltraum aus gesehen im Jahr 2000 und im Jahr 2015. Ja, ihr seht hoffentlich den Unterschied. Ich weiß nicht, ob das
visuell sichtbar ist. Wir haben ein bisschen viel Licht hier, aber also in den letzten 15 Jahren hat dieses Programm wahnsinnig zugenommen. Es sind 42 Länder. Hier ein Foto von einem Freund von mir, der bei Boeing arbeitet. Ich wohne in Seattle, da wo Boeing seine Flugzeuge herstellt. Und die bauen diese Tanks ein, in diesen großen Jets. Die werden dann gefüllt mit diesen Stoffen, das Aluminium, nanonisiertes Aluminium und Barium, Titanium, Barium-Titanat, manchmal Barium-Strontium-Titanat. Also sind sehr, sehr massiv giftige Stoffe, die aber eben schweben für ein paar Tage und dadurch so eine Art Sunscreen machen, also die Sonne reflektieren. Dadurch wird es ein bisschen kühler unten drunter, aber mit Riesenkosten für unsere Gesundheit. Hier mal dann die gleiche Firma, die die Mischungen herstellt, hat auch Forschung gemacht, was macht es denn bei Pflanzen, was macht es bei Tieren, und hat festgestellt, dass dieser Stoff, wenn wir den einatmen, macht Gefäßentzündung. Also das war für den Herzinfarkt, für die ganzen Gehirndegeneration, Kurzzeitgedächtnisverlust und andere Problematiken. Gut, hier nochmal ein ähnlicher Artikel. Wir haben in der Luftmessung gemacht, so, also wenn oben gespritzt wird oder alles, was hochgeht, kommt irgendwann runter. Wir haben den Regen gemessen, nur mal als Messwert, dass ihr ein bisschen Idee kriegt. Die EPA, also bei uns in Amerika die Gesundheitsbehörde, hat festgelegt, dass im Regen nicht mehr als 0,5 Mikrogramm pro Liter Luft von Aluminium sein dürfen. Wenn der Wert höher geht, muss die Bevölkerung gewarnt werden, ja, per Gesetz. Und dann die Messwerte, die wir bekommen haben, nur im Regen, oder zum Beispiel hier 3450, das ist 7000 Mal über diesem Wert. Und ich bin mir sicher, dass die EPA die Bevölkerung gewarnt hat, aber irgendwie hat es keiner gehört. Ja. Und das war ich ganz normal als kleiner Landarzt, oder macht diese Messungen und sucht dann in den Medien und finde nirgendwo was. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Dann gab es diese sehr schöne Publikation. Das ist von einem Kernphysiker, der an der Uni in San Diego arbeitet. Und der hat diesen wunderbaren Artikel geschrieben, wo er das Ganze mal untersucht hat, analysiert hat, die Luft mit den ganzen Stoffen drin. Und das ist vom Abstrakt. Fein verstaubte Teilchen, die von Tankerjets für dieses Geoengineering, heißt es, verspritzt werden, Wettermodifikation und Klimamodifikation. Und dann geht er darauf ein, was da alles drin ist, und dann hier unten, dann im Abstrakt, die Konsequenzen für die Volksgesundheit sind weitreichend, einschließlich der Exposition für Schwermetalle, radioaktive Elemente, und dieses Aluminium, das ich immer wieder betone, wobei ich hier gleich sagen will, dass der Zeolit hier eine irre Bedeutung hat, um diese Stoffe von uns zu entfernen. Aber wenn wir nicht wissen, was wir entfernen, ist es hilfreich, ein bisschen was zu wissen. Meine Frage, warum berichten die Medien nicht darüber? Warum das Newspaper oder die Leute, die darüber sprechen, werden lächerlich gemacht, oder? Wurde beantwortet, als ich den Marvin kontaktiert habe. Ich war in San Diego vor ein paar Monaten und habe ihn einfach aufgesucht. Er hat seine E-Mail damals veröffentlicht. Ich wusste, dass dieser Artikel wenige Wochen nachdem er erschien in einer sehr guten, hochkarätigen schulmedizinischen Zeitschrift zurückgezogen wurde nach ein paar Wochen. Da habe ich ihn gefragt, warum hast du den Artikel zurückgezogen? Er sagte, ich kriege den Anruf, wenn ich den Artikel nicht zurückziehe, sind in 3 Tagen meine 3 Kinder werden tot aufgefunden. Das ist der Grund, warum ihr über die Chemtrails nichts mehr hört und über das Geoengineering nichts mehr hört, und weil die ganzen Wissenschaftler sagen, hier gibt's nicht, ist doch Quatsch. Aber guckt euch den Himmel an und lernt den Himmel zu lesen. Ja, und die Tage, wo es besonders schlimm ist, sind die Zeolit-Tage. Gut. Ich möchte hier nicht drauf eingehen, weil es gibt einen riesen Synergismus zwischen Aluminium und Quecksilber. Ja, wenn das ist in der Zellkultur, wurden Gehirnzellen angelegt, und wenn man das nanonisierte Aluminium verbindet in kleinsten Mengen mit kleinsten Mengen Quecksilber,
kriegt man diese Kurve. Das heißt, nach 24 Stunden sind alle Hirnzellen tot. Ja. Aluminium selber ist wenig schädlich, Quecksilber ein bisschen mehr schädlich. Aber wenn man beide zusammen im gleichen System hat, sterben alle Neuronen ab, sehr, sehr schnell. Und deshalb ist da Gefahr. Bisschen was über Glyphosat. Ja, Glyphosat gibt es seit 42 Jahren von der tollen Firma Monsanto. Die Hauptsprecherin von Monsanto und früher Anwältin für Monsanto ist die berühmte Hillary Clinton, ja, die ganz eng mit der Firma zusammenarbeitet. Nur, dass ihr wisst, wo der Wind daher weht. Ja. Und vor ein paar Wochen gab es, wie schon so oft, in Brüssel eine Abstimmung, ob Glyphosat entfernt werden sollte aus Europa oder nicht. Und trotz der Studien, die es inzwischen gibt, die zeigen, dass es krebserregend, neurologisch schädigend ist, wurde der Vertrag mit Monsanto um 1,5 Jahre verlängert. Obwohl die Wissenschaft inzwischen sehr, sehr klar ist. Aber deshalb bin ich dafür, dass Österreich die EU verlässt. Ja. Wir sind alle froh. Ja. Ein paar Worte dazu. Wir haben es in der Schulmedizin erlebt. Oder ich war früher mal klassischer Homöopath und habe viel in Europa viel gemacht. Und habe erlebt, sobald Brüssel kam, die ersten Gesetze, die erlassen worden waren, gegen die Homöopathie, gegen alles, was in der Naturmedizin ist. Dass selbst, wenn ihr euch das vorstellt, Brüssel hat erlassen, dass Stevia verboten ist, oder? Stevia, es gibt ein Coca-Cola mit Stevia. Coca-Cola darf's, aber ihr dürft es nicht. Das ist eine Pflanze, die hier wächst in jedem Garten. Dürft ihr nicht mehr anbauen, oder? Das ist Brüssel. Das ist ein brutales Nazi-System, was sich da eingeschlichen hat, was von der großen Pharmaindustrie und von der Handysendefunkindustrie geführt wird, pro Industrie, gegen die Leute. Und wollte euch nur sagen, also von wissenschaftlicher Seite ist es bekannt, ja, was da passiert ist. Und es ist nichts Gutes zu sagen. Hier ist die schönste Studie zu dem Thema, die ich kenne. Das war eine befreundete Ärztin aus Mexiko. Die hat einfach Kinder Zeichnungen machen lassen von einer Person und hat in Mexiko eine Gegend gewählt, wo Felder normal bearbeitet werden und regelmäßig bespritzt werden und Kinder, die dort aufwachsen in dem Umfeld und dann Kinder aus der Nähe der Stadt, wo nichts angebaut wird, wo die Luft relativ sauber ist. Und hier repräsentativ eine Zeichnung von einem 5-jährigen Mädchen, Person, ja, das ist von der gesunden Gegend. Hier eine Zeichnung, sehr repräsentativ, wo das Mädchen gebeten wurde, eine Zeichnung zu machen von einer Person, die sieht dann so aus, ja, von der verschmutzten Umgebung. Das Gleiche bei den Jungs, wobei man hier sagen muss, warum werden 4-jährige Mädchen mit 5-jährigen Jungs verglichen? Der Grund ist, weil man heute weiß, durch das Testosteron werden Jungs neurologisch in ihrer Entwicklung sehr verlangsamt und erreichen, ja, heute weiß man, bei College-Eintritt, in den USA gibt es die Studie, ist der Intelligenzquotient von Jungs um 15 Punkte niedriger als bei Frauen. Früher, das ist nicht so beliebt bei Frauen, wenn ich es sage, vor 30 Jahren war es umgekehrt. Ja, und das heißt, dass die männliche Intelligenz ist am Schrumpfen und Verschwinden. Hier ist die Studie dazu, das ist im Moment nicht so wichtig. Ich glaube übrigens, die von euch den PowerPoint haben wollen, können ihn kriegen von der Organisation hier. Ich stelle alles zur Verfügung. Ja. Das ist eine Studie, an der ich beteiligt war. Da haben wir die Nabelschnur untersucht von neugeborenen Babys nach 413 verschiedenen chemischen Substanzen, die in der Umwelt sind. Und das gesündeste Baby hat 100, und zwar haben wir da den Threshold genommen, das heißt den Wert genommen, den die EPA, die amerikanische Gesundheitsbehörde, veröffentlicht, die sagt, wenn ich was über diesem Wert habe, dann ist es gefährlich. Ja, gibt es Studien, die zeigen, dass es gefährlich ist. Das gesündeste Baby hatte 167 von diesen Substanzen über diesem Wert. Das gesündeste Baby, 167, alle anderen hatten mehr. Gut, und dann
diese Studie auch wieder gemacht in Seattle unter meiner Anführung. Das waren 20 Frauen. Jede von diesen Säulen ist der Wert von einem bestimmten Giftstoff in einer Brustmilch. Ja, das sind also 20 Brustmilche, die wir untersucht haben, nach einem Flammschutzmittel, das heißt PBDEs, polybromierte Diphenylester, die heute jeder von euch, der am Laptop arbeitet, hat die, ja, weil der Laptop, wenn er ein bisschen warm wird, nimmt er über die Hände diesen Stoff auf und der Körper kann diesen Stoff nicht entgiften, der sammelt sich immer weiter an und ist hochgradig neurotoxisch und macht auch Krebs, wenn er über bestimmte Werte hat. Aber das Spannende war, ihr seht, manche Milch hier hatten sehr wenig drin, manche Brustmilch hier würde ich sogar trinken, oder? Aber manche waren relativ hoch und dann bitte, diese schwarze Linie ist etwas dicker, sollte die sein, hier angucken. Das ist die Linie, die die EPA angibt. Wenn eine Substanz eine Konzentration von diesem Stoff hat, der über diese Linie rausgeht, darf dieser Stoff nicht über die Toilette entsorgt werden. 6 Brustmilche haben diesen Wert deutlich überschritten. Und ich würde wagen zu sagen, dass es bei euch auch nicht anders aussehen würde. Gut, hier eine ähnliche Studie aus Schweden. Ja, das heißt, es ist nicht nur ein amerikanisches Problem, sondern auch ein europäisches Problem. Gut, Glyphosat möchte ich ein bisschen wenig sagen, weil ich noch andere Dinge erzähle. Ich habe hier nur noch 10 oder 15 Minuten. Wir wissen, es einen ganz großen Zusammenhang gibt zwischen dieser Bespritzung der Fälle mit Glyphosat und Autismus. Großen Zusammenhang mit verschiedenen Krebsarten, Nierenkrebs, Parkinson, Multiple Sklerose. Ich habe den Artikel noch und wollte es eigentlich noch zeigen, aber ich glaube, ich werde es zeitlich nicht schaffen. 25 Minuten. Ah ja, okay, gut. Spannend, dass hier eine sehr, sehr gute Studie, die zwar in einer amerikanischen Zeitschrift veröffentlicht, aber von deutschen Forschern durchgeführt wurde. Und hier wichtig, dass das Glyphosat war deutlich höher im. Also erstmal gab es eine Studie in Deutschland, oder, wo über 90% aller Deutschen haben Glyphosat im Urin. Über 90% aller Leute. Und deshalb sollte man diesen Stoff kennen und wissen, wenn man den im Urin hat, jetzt wieder intelligentes Denken, je mehr man im Urin hat, desto gesünder ist man wahrscheinlich, weil es ist nicht mehr im Körper. Die 10% oder es waren 9%, die es nicht im Urin haben, waren die kränkesten, ja, weil sie es nicht ausscheiden können. Gut, und dann insgesamt war es so, aber trotzdem, was ich eben gesagt habe, je chronisch kranker Leute waren, desto mehr Glyphosat hatten sie im Urin. Ja, also es ist natürlich heute ganz klar, wenn Leute nicht Bio-Nahrung zu sich nehmen, werden sie einfach irgendwann ist das System voll und die Krankheit kommt. Und dann, wenn die Entgiftung dann anfängt, ist es nie zu spät, aber es ist besser, vorbeugend zu handeln, so wie viele von euch. Gut, und hier ein bisschen was von der Studie, das ist diese beste Studie, Journal of Organic Systems. Ich zeige einfach, was hier festgestellt wurde. Hier wurde einfach untersucht, welche Erkrankungen deutlich ausgelöst werden durch dieses Mittel. Ja, und ich habe vor einem Jahr hier bei Ingomar Vorlesung in Italien gegeben und Italien hat sich eigentlich gegen Glyphosat gewehrt. Und dann haben wir aber die Insider von Glyphosat erreicht, die Firma, und gesehen, dass ganz Italien wird damit bespritzt, die ganzen Ernten werden nochmal benebelt am Schluss, weil es als Trockenmittel verwendet wird. Und dann wurde auch gesagt, als Nebensatz, in Österreich machen wir genau das Gleiche. Es gibt keine Regelungen, die uns das verbieten und die Saat ist einfach dadurch stabiler. Gut, also erstmal Bluthochdruck, Schlaganfall, Diabetes, Übergewicht, die ganzen Lipoproteinstörungen, also erhöhtes Cholesterin, erhöhte Triglyceride, Morbus Alzheimer, die senile Demenz, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Autismus. Es ist, muss ich sagen, in der Zeitschrift nicht nur, dass es sagt, es könnte einer der Faktoren sein, sondern in dieser wissenschaftlichen Zeitschrift wird diskutiert, dass die einzige Ursache für diese Erkrankung ist dieses eine Mittel, dieses eine Gift.
Okay, und dann die ganzen entzündlichen Darmerkrankungen, Infektionen und Parasitenerkrankungen, den ganzen Nierenerkrankungen und dann folgende Karzinome, die deutlich im Zusammenhang stehen damit, weil man in diesen Krebsen findet man hohe Anteile von diesem Stoff. Schilddrüse, Leber, Blase, Pankreas, Niere und verschiedene Leukämiearten. Gut, ich habe so ein paar Kurven dazu, die ich eigentlich zeigen wollte. Aber jetzt, gut, hier ist unsere Entgiftung. Was machen wir als Entgiftung dafür? Es gibt verschiedene Dinge, die veröffentlicht sind. Die haben wir drin. Am wichtigsten sind die Bindemittel im Darm, der Zeolit, Chlorella und die Saunatherapie. Das ist der wichtigste Teil. Alles andere könnt ihr euch später erarbeiten. Was wir sehr gerne machen, vielleicht im Prinzip, das für viele von euch nachvollziehbar ist, es gibt die sogenannte homöopathische Toxikologie und das ist bekannt. Wenn ich einen Giftstoff habe, wie zum Beispiel Quecksilber, und mache eine homöopathische Verdünnungsreihe, verdünnen und dann verschütteln, gibt es eine bestimmte Verdünnung für diesen Patienten, von dem das Quecksilber kommt, wo die Verdünnung als das ideale Gegenmittel gegen das ursprüngliche Gift gilt. Ja? Das ist für normalen Verstand erstmal schlecht nachvollziehbar, aber seit 300 Jahren bekannt. Ja, das Belladonna ist eine tödliche Erkrankung. Ja, wenn ich Belladonna gebe, wenn ein Kind Fieber hat, ist es lebensrettend. Ja, und das gleiche Prinzip wenden wir an beim Glyphosat und den anderen Atrazin, die ganzen anderen Herbizide, die in Europa verwendet werden, sind alle in kleinen Mengen im Urin. Wenn ich den Urin verdünne und homöopathisch aufbereite, gibt es eine bestimmte Verdünnung davon, wo der homöopathisch aufbereitete Urin das ideale Gegenmittel ist für alle Gifte im Patienten. Und das ist ein Prinzip, was wir in meiner Praxis rigoros durchziehen. Und einer der Gründe, warum ich berühmt bin in den USA, ist der patienteneigene Urin. Ja? Der kostet nichts und macht Wunder bei den Patienten. Gut. Übrigens, ich habe in Freiburg in Deutschland mein Institut INK, ja, wo wir das lernen in den Kursen, das richtig zu machen. Ihr seid alle eingeladen, einfach mal einen Kurs bei uns zu machen. Oder in Österreich ist es das Team Klinghardt, ja, in Wien, wo ich mir wünschen würde, alle von euch irgendwo in Kursen später zu sehen, ja, wo wir diese ganzen Tricks zeigen. Unsere Methodik letztlich kostet ganz, ganz wenig, aber lässt sich eben jetzt außer der Prophylaxe, die die meisten von euch machen, dass Leuten ein bisschen besser geht, behandeln wir eben Leute, die schon im Rollstuhl sind, schon am Ende ihres Lebens sind. Und um sie da wieder abzuhören, reicht es nicht, ihnen ein bisschen Zeolit zu geben, sondern müssen andere Tricks nehmen. Aber keine Schulmedizin, weil die Schulmedizin hat da völlig versagt. Sondern wir müssen die ganzen gut verstandenen Prinzipien der Naturheilkunde verwenden, um Leute wieder zurückzuführen. Und wir zeigen das in unseren Kursen. Und wobei ich sagen muss, der Zeolit immer mit dabei ist, ja, und andere Dinge, die auch in eurer Firma mit verwendet werden. Das ist ein Grundprinzip, dieses Bindemittel, dass wenn ich Gifte mobilisiere, die gehen durchs Blut und ich möchte sie im Darm extrahieren aus dem Blut. Ja, ich benutze den Zeolit als Austausch, als Ionenaustauschsubstanz, die diese toxischen Substanzen aus dem Blut rausholt. Ähnlich wie eine Dialyse. Ja. Das ist so. Früher haben wir gesagt, bevor ich Lava Vitae kannte, dass der Zeolit ist die Dialyse für die armen Leute. Ja. Diagnose von Schwermetallvergiftung gibt es nur verschiedene Ansätze. Die sind ja alle aufgeführt. Ich habe meine Art der Kinesiologie so entwickelt, dass wir sehr genau differenzieren können, wer welches Gift in sich hat. In der Schulmedizin eher bekannt sind die Challenge-Teste, wird DMPS gespritzt in die Vene und es mobilisiert das verfügbare Quecksilber und Blei und dann kriegt man dann diese Werte, das ist in diesem Fall hier ein hoher Wert von Quecksilber bei der Patientin und dann ein klein bisschen Geschichte dazu oder bei der Patientin das war eine Frau, die hat beim Zahnarzt gearbeitet, am Stuhl, 38-jährige Mutter, hatte psychotische Episoden, war oft in psychiatrischen Kliniken, hatte einen autistischen Sohn. Und dann haben wir diesen Test bei ihr gemacht, haben gesehen, ja, sie ist quecksilbervergiftet.
und haben sie ausgeleitet. Und unsere Ausleitung bei der Patientin war das, was ich hauptsächlich heute mache, war eine Mischung. Wir geben ihr Koriander-Tinktur oder Cilantro-Tinktur, Zeolit und dann das sogenannte Ionenfußbad. Da gehe ich noch drauf ein, was das ist, und haben damit geschafft, in wenigen Monaten war sie völlig ausgeheilt und das autistische Kind auch. Und wir gehen da noch weiter drauf ein. Ein neuer Test, den wir verwenden, ist der sogenannte Oligoscan. Das ist was für eure Firma hier. Das ist ein nicht-invasiver Test. Der geht 10 Sekunden. Da misst man im Bindegewebe der Hand durch ein Lichtsystem und durch Photonenresonanz mit den Schadstoffen, kann man den Schadstoffgehalt im Gewebe bestimmen. Das Gerät kostet ungefähr 1200 oder 1500 Euro. 2000 inzwischen ist schon wieder hochgegangen, weil es beliebt geworden ist. Ich sollte nichts sagen. Jedes Mal, wenn ich über ein Gerät was rede, oder wird es mehr verkauft und dann geht der Preis hoch, auch für mich, oder? Aber es ist ein klasse Gerät, weil, soweit ich weiß, braucht man dafür keine Lizenz. Das ist für alle von euch. Und was ihr sehen werdet, das war eine Ausnahme hier, der hohe Quecksilberwert. Bei den fast allen unserer Patienten ist Aluminium steht weit an erster Stelle von den Werten, die wir finden mit dem Gerät. Gut, andere Methode ist der Melisa-Test. Möchte ich im Moment nicht drauf eingehen. Und dann gibt es viele Arten zu entgiften. Hier ist ein bisschen die Schulmedizin mal aufgeführt. Calcium, EDTA, DMPS, DMSA, D-Penicillamin, Desferal, Vitamin C intravenös, Glutathion, Alpha-Liponsäure, Phospholipide, dann das traditionelle Chelatprotokoll und Zink-DTPA. Das sind so die Hauptstoffe, die wir Schulmediziner zur Hand haben und auch verwenden sollten. Ich benutze diese Stoffe heute nur noch für akute Probleme und für chronische Dinge geht es anders. Hier sitzt meine biologische Behandlung. Das ist einmal der Koriander und das Ionenfußbad. Ganz unten angeführt sind die Bindemittel, Chlorella, Zeolit, Kohle. Und dann wichtig sind Mineralien und Elektrolyte. Dazu das nächste Bild. Warum muss ich Mineralien geben, um auszuleiten? Weil hier ist meine Kurve, die veröffentlicht ist. Das war der Gehalt an Mineralien im Gemüse im Jahr 1914. Und hier ist der Gehalt, die Kurve verflacht langsam immer mehr. Das heißt, heute im auch bio angebauten Gemüse durch die Erschöpfung der Böden ist kaum noch Mineralien drin. Und dann ist das Prinzip, was ihr wissen müsst als Zeolith-Leute, der Körper baut dort Schwermetalle ein, Quecksilber, Blei, Cadmium, Nickel, wo der Körper verarmt ist an den Mineralien, die der Körper braucht. Zink, Kupfer, Molybden, ja, und andere. Das heißt, der Körper überlebt noch besser mit toxischen Mineralien als ohne Mineralien. Und wenn ihr anfangt mit Zeolit zu arbeiten, werdet ihr das sehen, dass der Körper zwar die Schwermetalle langsam und zaghaft wieder hergibt, aber wenn er nicht gleichzeitig die guten Mineralien ersetzt, lässt der Körper nicht los. Ja, das heißt, die gute Behandlung mit dem Zeolit sollte immer einhergehen mit der Substitution von guten Mineralien. Und da braucht ihr noch ein gutes Produkt. Ich habe es noch nicht gefunden. Wir suchen weltweit. Ja, das wäre für euch mal ein Tipp. Ein gutes Mineralienprodukt. Die meisten Mineralienprodukte, die ihr hier kriegt, kommen aus Amerika und die werden einfach kommen aus dem Erzabbau, oder? Da wird irgendwo wird nach Gold gesucht und der ganze Schrott, der da rauskommt, wird dann gereinigt, sodass dann das Magnesium rauskommt und das Kupfer und Zink. Aber wenn wir metallurgisch davor gehen und untersuchen lassen, sind da immer noch Spuren von Quecksilber, Blei, Cadmium, Nickel und anderen Schadstoffen drin. Ja, so das, da sind wir noch weit entfernt von einer Lösung. Gut, Zeolit kommen ja bei euch noch vorlesen, da gehe ich im Moment nicht drauf ein. Was mich sehr beeindruckt hat, ist die Wissenschaft, ja, dass einmal Zeolit benutzt werden kann, um Mykotoxine, Pilztoxine im Darm zu binden, dass es sehr effektiv ist, um Insektizide, Pestizide, auch Glyphosat im Darm zu binden. Dann hat es Effekte auf das Immunsystem, hat starke antibakterielle Effekte, gibt einen tollen Artikel über die Ausleitung von Blei mit Zeolit. Und wichtig für uns war, dass es auch
schädliche Stickstoffverbindungen im Darm bindet, ja, die heute entstehen, wenn wir allgemein vergiftet sind. Ja, das gibt es alle möglichen Theorien, was man da alles Teures machen soll. Aber Zeolit ist mit Sicherheit der billigste und einfachste und sicherste Art, diese tödlichen Stickstoffverbindungen, die den Nebel im Gehirn machen. Ja, wenn Leute zu euch sagen, mein Gedächtnis ist nicht mehr gut, haben wir so das Nebelgefühl im Kopf. Fast immer geht es hier um Stickstoff, der abgesammelt, abgebunden werden muss. Und dann spielt es eben eine Riesenrolle. Gut, jetzt mein Lieblingsthema, Koriander. Hier ist ein bisschen die Wissenschaft. Ganz kurz, einer meiner Lehrer, Omura, hat eine tolle Arbeit gemacht. Er hat praktisch gezeigt, dass wenn ich im Versuchstier, das vergiftet ist mit Aluminium und Blei und Quecksilber, alle drei Stoffe, wenn ich regelmäßig Koriander gebe, ist nach 39 Tagen ist die Hälfte dieser Schadstoffe aus dem System. Er hat das gleiche Modell verwendet, das verwendet wurde in der Schulmedizin für EDTA. EDTA, Chelattherapie, oder? Und manche von euch kennen den Ausdruck, oder? Das ist eine Infusion, 3 Stunden, einmal die Woche. Wie lange ging es da, um den gleichen Effekt zu haben? Gleiches Versuchstier, gleiches Versuchsmodell, 7 Jahre. 39 Tage, 7 Jahre. Was macht die Schulmedizin? Oh, Chelattherapie, da können wir Geld mit verdienen. 7 Jahre können wir damit verdienen, bis die Hälfte der Stoffe raus ist. Wir nehmen Koriander als Supermittel und das ist, ich betreue die Firma biopure.eu in Wien, ja, die den Koriander so anbaut, dass er die besten Entgiftungseffekte hat. Und da möchte ich ein klein bisschen was zu sagen. Hier eine Studie, die ich veröffentlicht habe. Ich quatsche nicht nur, ja, Journal of Nutritional and Environmental Medicine ist eine hochkarätige schulmedizinische Zeitschrift, habe ich es geschafft, meine Arbeit mit Koriander und Chlorella zu veröffentlichen. Das ist jetzt fast 20 Jahre her, aber da steht alles drin, was man wissen muss. Und jetzt ganz bisschen was über dieses Fußbad, was ich erwähnt habe. Früher dachte ich, diese blöden Fußbäder, oder da liegt so eine Spule drin, da kommt Strom durch und dann mache ich meine Füße rein, das Wasser wird irgendwie braun. Und wir haben geguckt, ja, die braune Verfärbung ist von der Spule, hat nichts zu tun mit dem Patienten, das ist Quatsch, oder? Und dann kamen aber intelligentere Leute als ich und haben gesagt, wir wollen erstmal gucken, es gibt große Unterschiede unter diesen Fußbädern und gucken, welches was macht. Und dann Theorie hat sich geändert, hier ist eins von meinen autistischen Kindern im Fußbad und wir haben irrsinnige Erfolge damit jetzt bei den autistischen Kindern und ich gehe ein bisschen drauf ein hier auf die. Gut, erstmal gibt es verschiedene Theorien, ja, aber da wird einfach ein Feld erzeugt um die Füße herum, das stimuliert den Lebermeridian und Nierenmeridian, das ist die einfachste Erklärung und die Kinder fangen an, massiv im Urin Schwermetalle auszuschalten. Ich zeige euch dann gleich eine Studie dazu. Und jetzt, meine Klinik heißt Sophia Health Institute in Seattle. Wir behandeln damit autistische Kinder, die Lyme-Borreliose, Multiple Sklerose, Krebs, Fibromyalgien, alle Entzündungen, Diabetes. Gut, und dann haben wir eine 4 Monate lange Studie gemacht. Und zwar benutzen wir bei autistischen Kindern den sogenannten ATEC-Score. Das ist einfach, da wird das Kind beobachtet, was es kann, was es nicht kann, das Sozialverhalten, die feinmotorischen Fähigkeiten, grobmotorischen Sprachverhalten, all das gemessen. Ja, und dann gibt es eine Zahl von 0 bis 100. Und je höher die Zahl ist, desto kränker ist das Kind. Und dann haben wir mit dem blöden Fußbad die Arbeit gemacht. Fußbad immer plus Koriander, ja, das wissen wir woanders her. Und haben gesehen, dass die Durchschnittsreduktion in 4 Monaten 55% war von diesen Kindern. Die von euch, die autistische Kinder behandeln, ja, wenn man eine 55-prozentige Verbesserung hat von diesen Kindern in 4 Monaten, das ist ein Wunder. Ja, und waren sehr, sehr überrascht darüber. Und dann haben wir gesehen, in verschiedenen Altersgruppen differenziert sich das noch anders aus, sodass sogar bei den autistischen Teenagern, wo immer gesagt wird, je älter die Autisten sind, desto weniger kann man machen. Genau das Gegenteil war der Fall. Ja.
Und dann haben wir selber eine Studie gemacht, zusammen mit Margarita Gries-Brisson, das ist eine Neurologin in Lörrach, in der Nähe von Freiburg, wo wir diese Methode angewendet haben, das Fußbad plus Koriander plus Zeolit damals. Das ist jetzt 8 oder 9 Jahre her. Und das Ergebnis ist hier ein bisschen dargestellt, dass die... Also beim Haar zum Beispiel ist diese Null, die Linie unten war die Nulllinie. Das heißt, wir haben praktisch im Haar für fast jede toxische Substanz, Nickel, Cäsium, Barium, Blei, Aluminium, Strontium, Quecksilber, Silber, bei fast jedem Metall haben wir mit dieser Kombination Fußbad, Koriander eine enorme Entgiftung messen können. Und dann haben wir das Ganze noch im Urin gemacht, also die blauen Säulen ist der Messwert, den wir vorher hatten. Also der Normalwert sollte hier bei Null sein, aber wir haben eben, es gibt kein Null mehr in unserer Umwelt. Ja? Und ihr seht, dass diese Kombination immer zu einer Entgiftung geführt hat. Hier beim Quecksilber eine Riesen, ja, vorher ein klein bisschen im Urin, hinterher Riesenmenge im Urin. Ja? Und dass damit diese Kombination Koriander, Fußbad plus ein Bindemittel ist bei Weitem die erfolgreichste, massivste Entgiftung, gemessen gegen alle schulmedizinischen Verfahren, die es gibt bis jetzt. Ja, und das fand ich toll. Ja. Gut, hier sind noch die Zahlen im Kleinen, da gehe ich im Moment nicht drauf ein. Gut, und dann gibt es eine biologische Klinghardt-Methode. Ich gehe einfach mal darauf ein, was alles notwendig ist, oder um jemanden zu entgiften. Also erstmal, das Wichtigste ist, dass der ganze Darm belegt ist mit einem Bindemittel, entweder Chlorella oder Zeolit. Und dann, wir haben auch unsere eigene Quelle hier in Österreich und in England, ist es Key Science. Ich habe vergessen zu sagen, das Fußball, wir haben also 18 verschiedene Fußbäder angeguckt, ja, die Quelle von dem Fußbad, das funktioniert, ist Key Science in England, ja, oder einfach KI Science. Key ist das japanische Wort für Energie. KeyScience.com, ja, ist die Quelle für das Fußbad. Und die BioPure EU oder eben eure Firma Lava Vitae ist die beste Quelle hier für Zeolit und Chlorella. Gut, das ist sollte immer der erste Schritt sein. Der zweite Schritt ist es wichtig, die Mineralien zu geben. Ja, ohne Mineralien kann der Körper nicht entgiften, der gibt es nicht her. Oder geht der Prozess wesentlich, wesentlich länger, bis zufällig über die Ernährung Mineralien aufgenommen werden. Und dann, da gehe ich im Moment nicht drauf ein, die HPU, KPU zu behandeln. Dann wichtig sind die Aminosäuren. Aminosäuren dienen als Shuttle-Agentien, das heißt, sie transportieren die Schadstoffe von der Zelle ins Blut und dann vom Blut in den Darm. Das können wir nicht ohne Aminosäuren schaffen. Deshalb ist es immer gefährlich, wenn Leute fasten, während sie entgiften wollen. Fasten und entgiften sind gegensätzliche Dinge. Ja? Fasten ist super, aber bitte nicht während der Entgiftungsphase. Ja? Ich habe so viele Leute im Rollstuhl, die haben gesagt, okay, ich lasse mir die Amalgamfüllung rausbauen, ich entgifte, ich faste mal für 3 Wochen oder und nehme diese ganzen, das Einzige, was sie nehmen, sind die ganzen Entgiftungsmittel und dann den Rest vom Leben im Rollstuhl. Keine gute Idee. Ja? Wenn ich faste, super, nicht entgiften in der Phase. Ja? Und wenn ich entgifte, viel essen. Ja? Also aminosäurenreich sein. Es kann vegan sein, aber dann eben mit allen Regeln, die eingehalten werden müssen, um genug Aminosäuren zu bekommen. Gut, und dann empfehlen wir vor den Mahlzeiten entweder ein bisschen Salzsäure zu nehmen als Reizmittel, um die Magensäure zu erzeugen, damit die Aminosäuren extrahiert werden können und Mineralien vom Essen. Oder, was bei euch halt toll ist, ist der Enzian. Ja, Enzian ist bekannt als das beste Stimulanz, um die Magensäure anzuwerfen, die ganzen Schutzstoffe, um die Galle anzutreiben. Ja. Und es muss nicht unbedingt Enzian-Schnaps sein, ja. Aber doch eine leicht alkoholische Enzian-Tinktur sollte jeder von euch in der Tasche haben und vor den Mahlzeiten einnehmen. Es gehört mit zu einer guten Entgiftung. Dann
Wasser sollte elektrolytreich sein. Ihr habt in Wien, weiß ich, habt ihr das beste Wasser der Welt. Hier weiß ich nicht so genau. Und dann arbeiten wir sehr viel mit meiner Psychomethode, die heißt Psychokinesiologie. Empfehle ich mein Buch, Lehrbuch der Psychokinesiologie. Ja. Ist ganz, ganz wichtig, wenn wir entgiften, fängt der Körper an, wach zu werden gegen die ganzen verschütteten Traumen und Konflikte, die nicht angegangen worden sind. Ja, also wenn ich körperlich entgifte, sollte es immer einhergehen mit einer psychischen Entgiftung. Die Dinge gehören immer zusammen. Der wichtige Aspekt aus der Wissenschaft ist, um zu entgiften, muss ich das Gift erstmal mobilisieren. Das heißt, die Gifte sind alle gebunden im Gewebe oder in der Zelle. Dieser erste Schritt muss erstmal gemacht werden. Dann muss es transportiert werden und dann muss es ausgeschieden werden. Und jeder Schritt braucht Hilfe. Für die Ausscheidung ist der Zeolit und Chlorella am besten. Für den Transport sind es die Aminosäuren und Chlorella. Das ist ja für euch jetzt auch spannend. Oder enthält 50% vom Chlorella-Gewicht sind Aminosäuren. Und die sind genau in der Verteilung wie in der Muttermilch. Besser geht es absolut nicht. Ja. Und dann, ja. Und dann die Mobilisation, das ist der schwierige Teil. Der Mobilisation kann nur gemacht werden durch Homöopathie. Ja. Wenn ich das homöopathische Simile finde. Gut, und dann Koriander hat einen Effekt aufs Mobilisieren, Psychologie hat einen Effekt und Physik. Ja, die Kakunbäder haben wir heute drüber gesprochen, haben wir jetzt gehört, in Slowakien ja, gibt es. Das sind Bäder, wo ein sauerstoffübersättigtes Wasser, der Patient liegt da drin für eine Stunde, hat fantastische Effekte, um Gifte zu mobilisieren und ist durchaus finanziell machbar. Ingoma ist der Kontakt dafür. Ja. Gut, und dann gibt es noch ein paar andere Aspekte, die im Moment nicht so wichtig sind. Ich bin fast fertig. Bisschen Literatur über Chlorella oder entgiftet Cadmium, Uran, Blei, Quecksilber. Da habe ich selber eben auch ein paar Arbeiten geschrieben. Hat einen riesen Anti-Aging-Effekt, ja, der veröffentlicht ist. Die beste Art, die beste Chlorella im Moment ist Chlor Energy von BioPure in Wien. Aber ihr habt ja auch eure eigene Quelle jetzt. Hier sind die Arbeiten aufgeführt, dass Chlorella schützt den Fötus und schützt das neugeborene Kind vor den Giften der Mutter. Und wir haben seit 30 Jahren machen wir das, wir nennen es Chlorella-Babys. Ja, wenn die geboren werden, sind größer, die entwickeln sich sehr viel schneller. Und wenn die 5, 6 Jahre alt sind, sind es wesentlich schönere Kinder. Ja, die haben diese schönen entfalteten Gaumenbögen. Wenn die 12, 13, 14 Jahre sind, sind das immer die begabten Kinder, immer die Anführer einer Klasse, immer die Begabten. Die spielen Klavier und Geige und Gitarre und Trommeln und spielen Fußball und Handball und sind die besten Schachspieler. Ja, es ist unglaublich, das zu sehen, jetzt nach 30 Jahren, die Effekte. Und wir haben bis jetzt so aus meinem geringen Überblick schon 18 Professoren, die mal die Chlorella-Babys waren, ja, die an verschiedenen Unis in der Welt tätig sind. Das ist also wirklich, es ist nicht was Kleines. Ja. Also die Studien könnt ihr dann einsehen. Gut, und jetzt nochmal zur Wiederholung, das ist jetzt meine letzte Folie. Wie gehen wir vor? Also erstmal mit dem Koriander muss man auch aufpassen, weil der eben mobilisiert, ja. Wir gehen ganz vorsichtig vor mit der Koriander-Tinktur, das ist von BioPure EU, einen Tropfen zweimal am Tag vor den Mahlzeiten. Da passiert schon bei ganz vielen was. Und gehen ganz langsam vor und wenn die Person bemerkt, es gibt irgendwas Negatives, die Migräne kommt wieder oder der Herpes oder was auch immer, wieder zurückgehen auf die letzte Dosis, die toleriert wurde und langsam, langsam hochgehen. Bis zur vollen Dosis, das sind 2 Pipetten dreimal am Tag vor den Mahlzeiten. Dann die Bindemittel, entweder Chlorella oder, wo ist er? Ja. Chlorella war eben früher unser Hauptbindemittel und wir geben Chlorella auch vor den Mahlzeiten. Und wenn es nicht toleriert ist, geben wir den Zeolit, entweder Lava Vitae oder vom BioPure. Und dann fangen wir mit einer relativ kleinen Dosis an. Ich mag das Pulver besser als die Kapseln.
Ja, und so ein Viertel Teelöffel zweimal am Tag. Idealerweise, ich glaube, ihr sagt bei euch nach den Mahlzeiten, ich gebe es lieber weit weg von den Mahlzeiten, so zwischen den Mahlzeiten, damit keine Nährstoffe gebunden werden dadurch. Und fang an, vorsichtig mit einem Viertel Teelöffel zweimal am Tag, da sehen wir oft schon große Bewegungen, gehen langsam hoch auf eine höhere Dosis. Ich gehe nicht über einen halben Teelöffel dreimal am Tag über längere Zeit und dann eben weg von allen Nahrungsmitteln oder Vitaminen, damit nichts abgebunden wird. Und dann dieses Ionenfußbad machen wir zweimal die Woche. Die Hauptausscheidung, wenn ich dieses Fußbad mache, ist 30 Minuten, ist sehr angenehm. Und die Hauptausscheidung der Schwermetalle über die Niere ist am dritten Tag danach. Ja. Die ganzen Fußbadhersteller sagen, oh ja, jeden Tag oder zweimal am Tag. Ich habe schlimme Fehler dadurch. Ja, so zweimal die Woche und dann wird das Ganze auch machbar für die meisten Leute. Gut, und dann habe ich hier geschrieben, wenn wir so vorgehen, dann ist es unvorhersehbar. Es kann sein, dass mal für ein paar Wochen gar nichts passiert und dann plötzlich kommt der Besser und sagt, jetzt tut mir alles weh, der ganze Körper tut weh, ich bin verstopft, alles ist schlechter geworden. Ja, das ist, weil diese Entladung von Schwermetallen, von toxischen Substanzen kommen plötzlich. Das ist wie eine Lawine, die plötzlich losgetreten wird von einem Tag auf den anderen. Und die kann Wochen, Monate oder Jahre nach Beginn der Behandlung plötzlich passieren. Und dann, das, wo wir dann wach sein müssen, dann ist es dann jetzt mal ein Teelöffel Lava Vitae alle zwei Stunden mal über den Tag nehmen, mal für eine ganze Woche. Und dann ist meistens der Spuk vorbei in zwei, drei Tagen. Ja, und ich sehe viele Leute, die wochenlang oder monatelang in dieser Krise sind, wo es nicht erkannt wird und alles Mögliche versucht wird, aber der einfache Schritt ist einfach diesen Weg zu gehen. Ja, und denkt dran, im Moment ist die Quelle von dem Fußbad ist Key Science. Wir haben wirklich alles durchgeguckt und es gibt sehr, sehr viel Schlimmes, was das angeht. Genau wie bald, oder? Ihr wisst, Zeolit gibt es. Es gibt einen Zeolit, der ist 1:1 Aluminium zu Silikat. Und dann gibt es den Zeolit, der ist 5:5:1, ja, wo viel mehr Silikat drin ist, was Aluminium ausleitet und wenig Aluminium drin ist. Und genauso bei den Fußbädern, wo es viel Schlimmes gibt. Dann Kolonhydrotherapie und Sauna ist einfach für mich der goldene Weg, was die Entgiftung angeht. Jeder von euch sollte wissen, wo euer nächster Kolontherapeut ist und einmal im Monat dahin. Es ist für die Entgiftung wahnsinnig hilfreich. Und dann die Saunatherapie, vielleicht ein Tipp noch zum Schluss. Wenn wir in die Sauna gehen, das Schlimmste an diesen Billig-Kabinensaunen ist das elektromagnetische Feld, was sehr schädlich ist. Deshalb sollte man die Sauna anheizen, dann ausstöpseln und dann reingehen. Und es sind die ersten 5 Minuten des Schwitzens, wo 98% vom Glyphosat und von den Schadstoffen rauskommen. Die nächsten 4 Stunden, da kommen noch 2% raus. Das heißt, wir empfehlen die Sauna, so wie es geht, jeden Tag zu machen. Aber vorher entweder ein bisschen Niacin zu sich nehmen, Vitamin B3, ein paar tiefe Kniebeugen zu machen, Liegestützen, um vorher schon den Körper warm zu machen und dann in die Sauna rein, dass das Schwitzen schnell kommt. Und wenn es kommt, auf die Uhr gucken, 5 Minuten raus. Kalte Dusche ist wichtig, dass die Poren sich schließen, sonst wird der ganze Dreck wieder zurückresorbiert. Kalte Dusche. Und dann, wenn man wieder zurückfällt in die Sauna, dann ist es nur zur Entspannung. Das hat andere Effekte. Aber was die Entgiftung angeht, reichen 5 Minuten Schwitzen, ist das Optimum für unser System. Ja. Gut, das war jetzt mal ein kleiner Überblick über ein paar Sachen, die ich weiß über das Entgiften. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich weiß nicht, machen wir jetzt noch Fragen oder glaube ich nicht, ne? Ist einfach Schluss jetzt. Ja, war schön mit euch. Danke.